Massimilian Porcello. Unfassbar, ein Wahnsinnstor zum 2:1 aus dem Nichts. Ein Riesentor durch den besten Freistoßschützen Deutschlands. Es gibt kaum einen besseren in Liga 1 und 2. Juninho, Ronaldinho, Beckham, all diese Kameraden können hier noch lernen. Eine Scheibe sich abschneiden von Porcello mit Effet, mit Schnitt haut der Deutsch-Italiener Eilhoff die Kirsche in die Maschen. Zum dritten Mal in dieser Saison direkt einen Freistoß verwandelt. Dazu hat er noch Wahnsinnstore erzielt in Essen gegen Bochum im Pokal. Für Bielefeld verwandelt er direkte Freistöße gegen Bremen und Hamburg. Er ist der Meister der Freistöße. Past 12 and I'm watching the late show in my flat all alone. How I hate to spend the evenings on my own. All their dreams. Porcello hat einen unglaublich guten Weitschuss, aber diese 40 Meter sind auch für ihn wohl zu viel. Drei Weitschusstore in der Liga, dazu zwei wunderschöne im Pokal in Bochum. Massimilian Porcello. Na, will er vielleicht sogar? Der gibt den Hafer. Und wie? Und wie? Und wie? Massimilian Porcello! Das nächste Mal probiert das mit dem eigenen Abstoß aus der eigenen Hälfte. Das ist ja unglaublich. Das waren 45 Meter. War ja noch seitlich versetzt. Unfassbar. Und der dreht sich weg. Natürlich ist Schober nicht ganz unschuldig. Der ist ja nun wirklich lang unterwegs. Aber was hat der denn für eine Flugkurve? Der dreht sich immer weiter weg. Aus der Mitte Massimilian Porcello. Ein Wahnsinnstreffer. In der ersten. Ja.